Hallo und herzlich willkommen im Wald zu einem ganz spontanen Video. Ich bin jetzt extra kurz mal hierher gefahren, weil ich gedacht habe, ein bisschen Bewegung kann mir heute Abend nicht ganz schaden. Musste einfach mal raus, dringend nochmal schnell im Wald vorbeischauen. Größtenteils für mich, aber ein kleines Video. Vielleicht mache ich sogar noch ein zweites, je nachdem, wie lange das Licht reicht. Aber jedenfalls dieses eine, was ich jetzt drehe, das will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar gibt es hier eine rätselhafte Stelle im Walde. Und da möchte ich ganz gerne mal einfach mal fragen, ob ihr vielleicht eine Theorie habt und Lust mitzurätseln, worum es sich handelt bei der höchst rätselhaften Stelle, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Ich weiß es. Ich mache die Aufklärung dann auch in einem separaten, ganz kurzen Video als zweiten Teil. Und dann könnt ihr entsprechend in den Kommentaren hier vor euch hin rätseln, um was für ein mysteriöses Rätsel es hier sich handeln könnte. Ich bin gespannt auf eure Lösungsansätze und damit legen wir dann auch mal los. Und zwar handelt es sich hier drum. Man kann es von hier schon mal ganz gut sehen. Das ist eigentlich eine sehr praktische Ansicht. Was ich meine, ist dieser Hubbel. Um nicht zu sagen Wall. Kann man, wie gesagt, hier vom Weg aus ganz gut erkennen. Und da hinten fließt ein Bach. Und der Wall führt in Richtung Bach. Wir gucken uns das Ganze gleich noch mal ein bisschen genauer an. So, noch ein paar Informationen zum weiteren Terrain. Talauswärts gibt es immer mal wieder Ansätze, als gäbe es noch mehr von diesen seltsamen Wallstrukturen in Richtung talauswärts. Es gibt auch noch ein paar schön zu sehende weitere Exemplare taleinwärts. Und die sind immer ja quasi am tiefsten Punkt des Tales in Richtung Bach. Und immer auf dieser Wiese gelegen. Teilweise ist auch Wald drüber, aber im Grunde handelt es sich um Wälle entlang der Wiese, quer zur Wiese. Vielleicht hat ja an diesem Punkt schon mal jemand eine Theorie. Also macht euch schon mal Gedanken, was ihr glaubt, was das sein könnte. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss da natürlich näher ran, um dann noch ein bisschen zu zeigen, wie das direkt am Bach aussieht. Aber ich habe einen folgenschweren Fehler gemacht, den ich normalerweise nie begehe, wenn ich in den Wald will. Kurze Hose! Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, okay. Ich kann gerade nicht wirklich mit der Kamera hantieren. Es ist halt eben schon spät. Aber ich versuche da jetzt trotzdem irgendwie durchzukommen, ohne in sämtliche Brennnesseln reinzulaufen. Oh ja. Hier sieht es gut aus. Da komme ich durch. Und bin noch nicht in die Brennnesseln gelaufen. Achso, was da steht, ist mein Klapprad. Ich hatte so wenig Zeit, dass ich keine Zeit hatte, hierher zu laufen, sondern musste geschwind unten am Parkplatz parken, Klapprad in den Kofferraum schmeißen. Also nicht am Parkplatz, sondern davor. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir gehen in Richtung Bach. Von hier kann man jetzt auch noch mal schön sehen, diese Wallstruktur. Ne? Also das ist schon was. Gehen wir noch einmal oben drauf. Und dann kann man auch hier entsprechend das Ganze doch deutlich erkennen, dass es sich eindeutig um einen Wall handelt. Oder zumindest um eine wallartige Struktur. Ne? Ich brauche ja irgendeinen Begriff, mit dem ich das Ding betiteln kann. Dass ich es Wall nenne, könnt ihr ja vielleicht als Indiz verwenden, um zu kapieren, dass es sich keinesfalls um einen Wall handelt. Also zumindest nicht um einen Wall im, sagen wir mal, klassischen Sinne. Ja. Also es handelt sich eben nicht um irgendeine Befestigungsanlage von irgendeiner Burg oder Vergleichbares. So, wir sind schon am Bächlein angekommen. Und by the way, dieses Zeug hier, das mit den kleinen weißen Blüten, ups, das ist der Waldmeister. Der ist relativ einfach zu erkennen. Erstens mal an diesen wirklich sehr kleinen weißen Blüten mit jeweils 4 Blütenblättern und diesen Blattquirlen mit relativ vielen ich sag mal lanzettlichen
Blättern und davon hat er in der Regel, sage ich jetzt mal, 3. Ne? Beziehungsweise, ja gut, der hat jetzt noch da hinten, der hat noch einen 4. Aber so 3 bis 4. Der 4. ist meistens ziemlich klein. Man muss schon lange suchen, wenn man mal einen Waldmeister finden will, der nicht 3 bis 4 von den Dingern hat. Das ist jedenfalls relativ einfach zu erkennen. Eine sehr häufige, typische Buchenwaldpflanze. Aber das ist vielleicht eine Information, die am Rande ganz interessant sein könnte. Hier ist es nicht sauer auf dem Boden. Was hilft uns das, wenn wir tatsächlich irgendwas anpflanzen wollten und Wald roden und eine neue Zivilisation im Wald aufbauen? Dann sind das hier meistens die für Landwirtschaft besser geeigneten Böden. Merken oder auch nicht, mir egal. So, jedenfalls sind wir jetzt hier wieder an unserem Wall. Hier kann man ihn schön erkennen, das ist er. Und der geht jetzt nach hier. Und hier flacht er jetzt, fällt er jetzt stark ab. Das gucken wir uns jetzt genau an. Runter zum Bach. Ne? Wir halten also fest, unser Wall reicht. Entschuldigung, die Kamera ist jetzt, Lichtverhältnisse sind jetzt schon schwierig, deshalb ist die Bildqualität nicht besonders berauschend. Reicht wirklich bis hier so weit ran, ja, wie irgendwie denkbar. Und jetzt fällt er ganz steil ab zum Bach. Bemerkenswert ist vielleicht auch noch, ich muss mal ein paar Schritte machen, ohne runterzufallen. Sekunde bitte. Dass der Bach hier vergleichsweise, also das Flussbett hier vergleichsweise breit ist. Da drüben geht es dann wieder hoch. Und ich muss noch mal ein paar Schritte machen, ohne runterzufallen. Sekunde. Also besonders der Punkt mit dem nicht runterfallen ist gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Man kann hier sehen, der Wall setzt sich auf der anderen Seite fort. Ne? Also es ist jetzt so langsam, wird es glaube ich relativ einfach zu erkennen, worum es sich hier handelt. Ich gehe da jetzt nicht rüber. Er setzt sich nicht sehr weit auf der anderen Seite fort. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Da hinten wird es dann auch bergiger, kann man hier auch schon erahnen. Und da geht dann quasi der Wall in den ja, Bergrücken quasi über. Und wir haben also einen durchgehend überall gleich hohen Wall, der sich jetzt hier von da, wo ich gekommen bin, eben auf gleicher Höhe ungefähr fortsetzt. Interessant sind natürlich diese Bäume hier, weil die so eine grobe Ahnung zulassen, dass dieser Wall auf keinen Fall, ich gebe immer mehr Spoiler, je länger das Video wird, also nicht wundern, der Wall ist auf keinen Fall jünger als 100 Jahre, weil sonst könnten hier mindestens 100-jährige Buchen nicht rumstehen. Und bei dieser komischen Wuchslage, die diese Buche hier hat, gerade diese, da darf man schon davon ausgehen, dass die ihre 100 Jahre haben wird. Da drüben haben wir jetzt kein ganz so altes Exemplar, aber ja, vielleicht hilft das nochmal ein wenig beim Herumrätseln, worum es sich hier handeln könnte. Ja, und mehr gibt es hier eigentlich nicht zu zeigen. Ich glaube, das sollte eigentlich genug sein. Zu leicht will ich es euch ja auch nicht machen beim Herumrätseln, um was es sich hier handeln könnte. Und dann soll es das in diesem Video erstmal gewesen sein. Und ich drehe sofort im Anschluss die Auflösung, lade die aber wie gesagt separat hoch, damit ihr jetzt hier in Ruhe diskutieren und herumrätseln könnt. Und wenn ihr keine Lust mehr habt, in den Kommentaren auch gerne Diskussionen zu führen, dann doch gerne ruhig in das Auflösungsvideo reingucken, aber nicht rumtricksen. Ne? Macht ihr dann auch keinen Spaß, da verarscht ihr euch ja quasi nur selber. Ne? Also, ich bin gespannt. Bis zur Auflösung.